Das ist Adi. Als er da gerade zu mir in den Raum kam, wusste er noch nicht, dass er schon in weniger als 8 Stunden auf dem Weg nach Thailand sein würde. Machst du Spaß, Digga? Nein, wir fliegen heute Nacht nach Thailand. Wie? Denn er wurde von mir wie spontan bisturisiert und musste innerhalb weniger Sekunden entscheiden, ob er heute Nacht mit mir für 2 Wochen nach Thailand fliegt oder nicht. Sehr spontan. Heute? Scheißegal, Digga, komm. Und jetzt stehen wir hier, nachdem ich als Chili verkleidet Adi dabei zugesehen habe, wie er die schärfste Currywurst essen musste, und befinden uns unmittelbar vor Abreise. Scheiße, Alter, wie krass. Allerdings hatte ich an diesem Tag auch noch Geburtstag. Das bedeutet, der ganze Tag war schon verplant und wir hatten volles Programm und Adi hatte nicht mehr so viel Zeit zum Packen. Digga, Koffer packen, größte Stress. Viel Spaß mit der Fortsetzung von Wie spontan bist du? Ardian, komm auf die Stairs! Ey, was ist los, Alter? Hast du deinen Koffer schon gepackt? Nee. Ey, wieso? Was machst du hier? Ey, ich komm immer noch nicht drauf klar. Wir fahren über. Beides, alles. Wir sind hier gerade noch mitten am Birthday feiern. Ich bin mein Kopf, ich muss überlegen, welche Badehose ich mitnehme und welche 3 Tanktops. Hier geht auf jeden Fall gerade eine Party ab. Ach, also es ist auf jeden Fall Full House gerade. Also Adi hat gerade noch gar keine Zeit. Irgendwas. Alter. Just casually chilling. Adi, komm mal die Stairs. Los, Alter, du musst mal langsam, ne? Komm mal die Stairs. Er hilft sogar noch bei diesen ganzen Scheißsachen gerade. Das ist doch normal, Mann. Also, in einer Stunde gehen wir schon mit meinem Dad essen. Erstmal danke, dass du hier komplett klar Schiff gemacht hast, so wie man sagt. So läuft das hier. Das heißt aber nur, dass es heute noch ein bisschen stressiger wird. Warum? Was kommt denn jetzt schon wieder? Nein, du musst halt packen. Ach so, ach. Was denkst du denn, was da so schwierig ist? Ganz weiß, wie ich mich freue, dass... Bitte, wann kommt ein Mensch zu dir und sagt einfach, wie spontan bist du, wir fliegen nach Thailand. Digga, mir ist scheißegal, was ich mitnehme. Ich nehme meinen Reisepass mit, mein Handy, mein Ladekabel, mein Portemonnaie. Wenn ich irgendwas vergessen habe, damit lässt sich alles auch arrangieren und klären. Es ist so chillig, das mit dir halt zu machen, weil wäre das so... Ich habe das bisher nur mit Mädchen gemacht und bei denen war so... Chaos! Was nehme ich mit? Ich muss packen, das geht nicht. Bei dir ist gechillt. Du hast so Dingspads, Kalgonpads. 3 Stunden später. Guten Abend, Freunde, ich bin so müde. Es ist 23.27 Uhr. Ich habe nicht mehr lange Geburtstag und wir haben auch nicht mehr lange Zeit und Adrian geht nicht an sein Handy. Ich weiß nicht, ob er gerade schon packt oder nicht. Eigentlich wollte ich noch zu ihm, aber irgendwie geht er nicht ran. Ich habe ein bisschen Angst, dass er einfach eingeschlafen ist. Er war auch richtig müde. Ich muss jetzt doch noch mal voll viel packen. Ich bin jetzt aber fast durch. Also mein Koffer ist auf jeden Fall voll voll. Ich habe eigentlich auch noch so ein paar Sachen bei ihm, die ich, glaube ich, mitnehmen wollen würde, aber er muss rangehen. Guten Tag, Sie sind verbunden. Was ist das denn? Guten Tag. Baby? Ja? Ja, jetzt geht mein Handy. Ey, ich dachte, du bist eingeschlafen oder so. Ich hatte schon Angst. Ja, ey, ich gehe jetzt längst und ich packe jetzt, ne? Dann komm schnell. Echt? Dann komme ich jetzt zu dir. Also in 2 Stunden, Freunde, müssen wir am Gleis stehen und dann fährt unser Zug schon. Adi fängt jetzt an mit Packen, ich gehe jetzt gerade zu ihm. Und dann hoffe ich, dass das jetzt schnell geht. Weil wir dann auch noch zu mir müssen. Und ich dachte eigentlich, wir schlafen auch noch ein bisschen, aber das können wir komplett vergessen. Das ist auch so verrückt, dass das jetzt einfach, dass das einfach alles klappt. Das ist so geil, Mann. Es ist einfach verrückt. Das ist, glaube ich, das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe. Alter, ich freue mich so krass, Mann. Ich kann heulen, ich schwöre, ich kann richtig heulen. Hello, somebody ready over here? Nee, aber... Mal gar nicht? Nein? Nee. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott, it's a packing dilemma. Sheesh. Ja, okay, sieht doch gut aus. Richtig krass sieht das aus, ne? Okay, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, ich überlege gerade noch ein bisschen, was ich so mitnehme. Ja, das hier sind auf jeden Fall Badehosen, würde ich so mal einschätzen. Jedes Mal dasselbe. Was? Das nimmt man mit. Ich gehe jetzt mal runter. Ja, wir haben nicht so viel Zeit, ne? Ich will dir keinen Druck machen, aber du hast höchstens noch eine halbe Stunde jetzt. Okay, ich gebe jetzt Gas. Bist du überfordert gerade? Ich bin gefordert. Digga, Koffer packen, größte Stressangelegenheit. Hier deine Socken. Wie viele Tage sind wir weg? Also 14. 14? Ja. 1, 2. Ey, vor allem, wenn wir wieder zurück sind, müssen wir alles packen, weil wir dann einfach zusammen in eine Wohnung ziehen. Ich komme noch gar nicht klar. Ich freue mich so. Ey, wir müssen zu Ikea und uns so krasse Kleiderschränke machen. Ich glaube, das ist... Ja, so Packs. Ich glaube, das ist voll teuer. Scheiße. Boah, das sieht ja schon voll gepackt aus. Okay, jetzt Kulturbeutel. Wir sind ganz kulturell unterwegs. Jetzt wird's ernst. Nehme ich einen Koffer mit als Handgepäck, Aufgabe, Gepäck, Hausaufgabengepäck? Wäre eigentlich chillig, ne? Dann können wir auch alles im Flugzeug, wenn der Flieger losgeht, alles rauskriegen. Wir fliegen! Reisepass? Hast du Reisepass? Das Allerwichtigste. Wo ist dein Reisepass? Oh, was ist das denn hier, Süßes? Hä? Hier bin ja ich. Oh, das sind wir. I cry, das ist so süß. Bist du gestresst? Ja, du kannst mich nicht stressen und dann fragen, ob ich gestresst bin. Natürlich bin ich gestresst. Den Zitronen nehmen wir auch mit in unsere neue Wohnung. Ey, es wird so alles so aufregend, Baby. Ich bin richtig aufgeregt. Sehr gut. Dumme, da. Mal in der Romania. Okay, es ist jetzt fast 1.
Ey, kommst du klar? Zeit. Wie ist das für dich? Was? Dass du jetzt einfach wieder wegfliegen. Ich find's krass. Wie fühlst du dich? Bist du aufgeregt? Bist du... Ich hab Vorfreude. Echt? Ja, unnormal. Oh, cool. Du? Ja, auch nochmal. Das ist voll crazy. Es ist, ich kann das gar nicht glauben. Also das ist, glaube ich, das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe. Also ich habe sowas Vergleichbares auf jeden Fall auch noch nicht gemacht. Es ist, los, einfach, ne? Es ist einfach mitten in der Nacht und wir fahren jetzt einfach... Scheißegal, Digga, komm. Wirklich, oder? Das Ding ist, ich habe schon seit so anderthalb Wochen Vorfreude. Du hattest ja noch gar nicht so lange diese Vorfreude. Ich kann mich auch gar nicht darauf einstellen. Ich glaube, das wird kommen, wenn wir im Zug sitzen, weil du machst die ganze Zeit Stress. Es ist 1 Uhr. Boah, wir haben noch unnormal viel Zeit. Nein, wir müssen jetzt noch schnell zu mir. Wir haben noch 1,5 Stunden. Ja, aber wir wollten ja auch noch kurz chillen. Ich kann quasi meinen Koffer wieder auspacken und neu überlegen. Nein, komm jetzt. Es ist 2.27 Uhr. Wir kommen gar nicht klar. Emi ist schon so schlecht, weil es so spät ist. Kennt ihr das? Aber es ist absolut geil. Was wird hier noch gemacht in der Aktion? Wasser kaufen? Wir haben noch ungefähr 5 Minuten. Was trinkst du für ein Wasser? Die 31. 31 gehört zu einer. Nein, das ist nicht gut. Eure Techno-Sache-Fans sehen so scheiße aus wie du. Ey, ich komme gerade selber gar nicht klar, ne? Voll unvorbereitet. Jetzt müssen wir Wasser hier kochen. Voll teuer, Digga. Das fühlt sich alles an wie in einem Traum. Ich dachte, da hat jemand seinen Kaugummi draufgedeckt. Wie kann man denn so seinen Koffer zumachen, Babymann? Also, kurzes Interview. Hätten Sie heute das für heute Morgen für möglich gehalten, einfach hier zu sitzen heute? Ja, klar. Als ich aufgestanden bin, wusste ich direkt nicht so, ey, es geht heute nach Thailand. Ich komme wirklich, ne, absolut nicht klar gerade. Ich komme auch. Ich kann mich noch gar nicht drauf einlassen. Ich mache gerade einfach. Ich weiß noch, ich realisiere noch gar nicht. Sogar ich tue das nicht. Let's ich saß eben gerade noch zu Hause auf Chai getrunken. Und jetzt sagst du ciao. Wir haben gleich 23 Minuten Umstiegszeit in Hannover. Oha. Und dann fahren wir 4 Stunden 37 mit dem ICE von Hannover nach Frankfurt. Vielleicht können wir da etwas schlafen. Ey, ich habe die coolsten Schuhe von Adi zum Geburtstag bekommen. Und ich habe die heute direkt angezogen. Und ich schwöre, ich passe so auf die auf, da darf nichts drauf kommen. Kannst du bitte auch richtig darauf aufpassen, dass da nichts drauf kommt? Ich würde so eine Scheißfolie machen sollen. Wie kommt denn klar, Digga, Alter? Es ist 2.32 Uhr, Digga. Ich habe heute einfach eine Currywurst gegessen, das geht nach Thailand. Das ist für mich der Zusammenhalt. Und ich habe Geburtstag. Ja, das war ein schöner Tag. 3.09 Uhr. Der perfekte Zeitpunkt, um hier so eine Spinat-Pilze-Pizza zu essen. Wie geht das? Man stellt sich da an, lässt sich von diesem Typ anmotzen, dass ich einen Beleg machen kann. Man schmeißt den Beleg da so hin. Der fliegt dann wie so eine Alge bei SpongeBob Strandkopf. So. Naja, besser als Burger King jetzt, ne? Okay. Extra Long Chili Cheese Schluck aufkriegen. Ey, okay. Hört schon mal. Gut, dass ich so einen Zeitpuffer eingeplant habe. Wir kommen auf jeden Fall 40 Minuten später an als geplant. Darf ich auch mal probieren? Wie ist denn das da mit der Pizza auf dem Rand da? Ey, alle kommen hier vom Feiern, alle sind am Start. Und wir so... Erstmal Fußball spielen. Oh, lecker, da ist noch ein Champignon unter deinem Finger. Mein ganzer Belag ist ja da drin, Digga. Ich dachte, warum ist da kein Belag? Ey, Digga. Erst kein Beleg, dann kein Belag. Der Belag schmeckt echt gut. Yeah. War das krass? Das war krass. Wirklich? Ey, wir haben so viel Shit mitgenommen jetzt. Du vor allem, ich glaube, du hast einfach deinen Kleiderschrank einmal jetzt reingeschmissen. Stimmt gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts mit. 3 Boxershorts und 4 Socken. Also jetzt mal for real, Leute. Das ist mein ganzer Koffer. Und Adrian hat da nicht mal eine Hälfte in seinem Koffer gepackt. In der anderen Hälfte sind sogar noch Sachen von mir. Also ich weiß nicht, du hast irgendwie wirklich nur 3 Shirts oder so mitgenommen. Shirts. Ey, ich muss dir nachher auf jeden Fall mein Reisegadget zeigen. Was hast du denn für ein Reisegadget wieder, Digga? Soll ich dir jetzt zeigen? Sag mal bitte, was hast du? Also Dönerspieß an USB-Stick? Oder irgendwie sowas, was man an Handy verbinden kann? Was ist das? So, Adi. Ey, wenn da jetzt kein Baguette oder so rauskommt, weiß ich auch nicht. Am Stiel. Dann mach mal so und hat so ein integriertes Kissen und Schlafmaske. Und kann so das schlafen. Ist abnormal, ne? Heftig, ne? Krass. Witzig, oder? Das habe ich mir zum Geburtstag geschenkt. Dir selbst? Ja. Krass, das ist wirklich krass. Cooles Geschenk, das finde ich wirklich krass. Und fass mal an, wie flauschig. Boah. In 24 Stunden, ja, sitzen wir und können irgendwo eine Kokosnuss trinken. Boah. Das ist der Geist, das ist crazy, oder? Ey, das ist das Krasseste, wie spontan bist du ever in deinem ganzen Leben. Diese Train ist arriving. Mein Trainer ist auch coming, Alter, weil happiness. Also ich bin jetzt wieder gerade richtig hyped. Das bedeutet, ich bin gar nicht mehr müde. Ich auch nicht. Ich trinke jetzt gleich 3 Espressi. Yeah! To forget the regressi. To not get depressi. Sieht ja
Digga, wie hast du eigentlich meinen Gerstenkorn-Termin verschoben, ohne mein Wissen? Der wird ins Unermessliche wachsen. Ich habe das ungute Gefühl, dass wir den in Thailand aufschneiden müssen. Nein, Mann, Alter. Ey, es tut mir so leid. Ne? Das war das, was mich am meisten so, wo ich dachte, oh nein, er wird mich nicht mehr mögen. Vielleicht bald wieder vor. Bibi, ich mag dich immer so dumm. Wir kommen übrigens am 9. wieder. Da haben wir genug Zeit, um zusammenzuziehen. Um vorzubereiten alles langsam. Das wird so geil. Nur, ne? Mein Gott. Let's go. Hammer. Erstmal schlafen. Okay, tschüss. Unser Trainer hat gepfiffen. Nee, wir haben sogar einen Gepäckwagen. Ich muss schon sagen, es ist schon eine kleine, also asoziale Reise. So nachts um 2.30 Uhr los. Ich habe auch das Gefühl, du hast dich erkältet haben über den Tag. Das ist morgens einfach manchmal so. Oder kann sein, keine Ahnung. Wir sind da. Boah, ich habe auch Hunger. Ich habe gar nicht geschlafen. Ich konnte gar nicht schlafen. Wie konntest du schlafen? Ich habe auch nochmal geschlafen. Ich hätte... Ja. Was machen wir hier, Mann? Wir fliegen gleich weg. Lass uns die Gepäcksachen abgeben. Und dann geht's los, Mann. Dann geht's los. Ja, cool. Okay, let's go. Also dieser Gepäckwagen. Terminal müssen wir. Links 2, glaube ich. Approaching next station. Ey, warte, E2 oder E3? Es ist so ein stressy Stress, aber ich glaube, wir schaffen das. Also wir haben um 9.45 Uhr das Boarding, also in 3 Minuten. Let's go, let's go. Okay. Diese Gulf Air-Leute da, die haben uns auf jeden Fall richtig auseinandergenommen. Aber nicht nur uns, ne? Ey, wir haben komplett Handgepäck gewogen, ne? Jeden Fussel auf die Waage gelegt, zusammengekratzt, so vom Tisch und da drauf gepackt, bis das drüber war. Das waren 150 Euro für 2 Kilogramm mehr bezahlt. Die haben also, richtig das ist ernst genommen. Krass, ja, die haben es richtig. Obwohl wir gedribbelt haben. Aber egal, wir sind eingecheckt, wir sind durch die Sicherheitskontrolle gekommen. Jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt geht's los, Babymann. Erstmal den Koffein hier reinkippen. Das war auf jeden Fall bis jetzt schon eine verrückte Reise. Jetzt geht's richtig los. Noch so 20 Stunden Reise, dann sind wir da. Ja. So krass. Ey, haben wir Minigames? Ja, es gibt wohl dabei. Wir müssen irgendwas Spiel erfinden gleich. Wir fliegen jetzt erstmal ins Bergheim. Nein, die Rolltreppe ist kaputt. Nein. Oh mein Gott, okay. Du bist stabil. Oh mein Gott, wir müssen den Bus bekommen. Ardino! Los, der Bus ins Bergheim fährt ab. Ey, wir sind in Bergheim angekommen. Wie geht's dir? Wie war der Flug? Absolut, wir saßen leider nicht zusammen. Ja, wir saßen nur so am Gang nebeneinander und das war echt scheiße. Aber es ist chillig, ich hab geschlafen. Es ist so random, Alter. Es ist so random. Es geht ab. Also jetzt noch 2 Stunden warten. Wir essen jetzt hier erstmal was. Und dann geht's nochmal 6 Stunden los und dann sind wir einfach da. Und dann beginnt eine richtig coole Zeit. Ich freue mich so heftig. Dann nach deiner innerlichen, nach deiner inneren Uhr so nach. Boah. Es ist ja eigentlich 17 Uhr, glaube ich, in Deutschland oder 18 Uhr. Ich weiß nicht, so 14 Uhr? Echt? Oder in der Nacht? In der Nacht irgendwie. Ja, so. Ich kann es gar nicht richtig einschätzen. Darauf erstmal einen Kaffee. Das sieht aus wie so ein kleiner Köttel. Kleiner was? So ein kleiner Köttel. Das ist Köttel. Ja, so ein Köttel. Oh, lecker. Wir sind dann auf jeden Fall ins Flugzeug und wir waren beide so komplett fertig. Wir haben einfach so viel geschlafen auf diesem Flug. Deswegen ging der Flug wie im Flug vorbei. Welcome! Wir sind in Bangkok, wir sind in Thailand angekommen. Wow. Wir sind gerade angekommen, wir sind rausgegangen und haben uns jetzt hier erstmal ein Watermelon Shake und einen Kaffee geholt, damit wir klarkommen. Wir fühlen uns so, als wäre es mitten in der Nacht, aber es ist halt erst so 13 Uhr morgens und es ist ganz crazy. Wir müssen jetzt versuchen, diesen Tag hier zu überbrücken und zu überleben. Aber ich glaube, das wird easy. Wir werden jetzt richtig viele Sachen machen. Also Bangkok ist wirklich crazy. Sachen essen, Sachen unternehmen. Wir werden auf so Rooftop-Bars gehen, wir werden in so Haas-Bars gehen und so und es wird ein Spaß. Ja, Mann, und wenn ihr das sehen wollt, auf jeden Fall. Dann solltet ihr auf jeden Fall unsere Vlogs abchecken. Da wird auf jeden Fall in nächster Zeit etwas kommen. Ey, da kommt so viel. Auch wenn wir jetzt dann zusammenziehen und so, ne, das wird richtig geil. Was checken wir jetzt erstmal ab? Einfach Ikea. Ey, ja, Mann, hier gibt es einfach ein Ikea. Das bedeutet, wir gehen jetzt einfach zu Ikea in Thailand und wir wollen auf jeden Fall auch was mitnehmen. Deswegen, aber das seht ihr auf jeden Fall, wie gesagt, alles in einem anderen Video. Deswegen schaltet bald wieder ein. Ariel, komm mal die Stairs.